Mal gucken, wo das endet. Jetzt aufpassen, ey. Boah. Alter Vater, ey. Schnell mal resting. Was habe ich denn hier gefunden? Cannot be unequipped. Nee, das lohnt sich dann für mich nicht. Hab eh hier einen violetten Epic Staff, Freunde. Da lasse ich mich auf nichts ein. Oh, ein Gürtel. Schick. Da ist noch ein bisschen Gold. Hätte ich vielleicht doch nicht die, die Scroll of Magic Mapping opfern sollen beim letzten. Ich dachte einfach, dass es damit vorbei ist. Oh, jetzt haut er mir aber hier auch noch Feuer raus. So, alter Vater. Alter Vater. Hier wird alles noch entschärft. So. Ja, diese Würmer stören mich jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Bin halt jetzt wirklich ziemlich gut ausgerüstet vom Gefühl her. Ah, schade, nur ein Spellbook. Gucken wir uns gleich an, was das für ein Spell genau war. Ist nichts weiter. Dann gehen wir hier einfach in Richtung Süden. Okay. Da ist doch einiges. Erstmal alles verkaufen. Essen nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, den Staff auf jeden Fall nicht. Hut brauche ich, glaube ich, auch keinen besseren aktuell. Marksmanship brauche ich nicht. Aber den Ring hätte ich gerne. Ja, right-click to unequip. Der verkauft und der angelegt. Potion of Mana nehmen wir mit. Und das war's. Mehr brauche ich hier nicht. Von hier komme ich. Oha. Keine Chance, also der ist, selbst der hier ist schlechter als der, den ich eben gefunden habe. Den finde ich ganz cool, weil er Physical Armor hat und zwar nicht schlecht. 7, aber leider halt 0 Unterstützung für meine wichtigen Werte. Als Magier. Ja, hilft alles nichts, also der, diese ganzen, nö. Ich verzichte auf einen Kauf, obwohl das echt gute Items sind, aber sie helfen mir aktuell nicht weiter. Boah, ist hier viel Gold, ey. Wahnsinn. Erstmal kurz resten. Oh, Level 7 Undead. Der ist... Oh, fuck. Ah, Moment. Full Healing, das muss jetzt mal kurz sein. Ich möchte es nicht riskieren, jetzt aus Dummheit zu sterben. Das muss echt nicht sein. So,
Staff, Gold. Gold. Grab. Ja. Da ist nochmal ein Gürtel und hier ist nochmal so ein Mega Arsch. Der gibt bitte ein bisschen Gold. Der gibt gar nichts, na super. Neuer Gürtel, mal schauen, was der so kann. Kann mehr. Wird genommen. Also ich muss auch sagen, so lange habe ich Klaustrophobie in einem Spiel noch nie am Stück gehabt. Aber ist doch schön, dass es mal irgendwie auch ein bisschen länger klappt. Halt, 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 stopp. Level up, okay. Potion of Invisibility. Jetzt droppen die ganz schön viel Zeug, hä? Lass mich mal schnell schauen. Hier könnten wir nochmal rechts vorbeigucken. Irgendwo muss ja der Ausgang sein. Also der entweder Ausgang oder eben der Gang nach unten. Ah, bitte. Die werden gekauft, angelegt, die werden verkauft, wird verkauft. Was ist mit dem Gürtel hier? Joa, nee. Potion of Invisibility nehmen wir noch. Und Assassination bringt uns nichts. Oh, ich hab Hunger. Okay, mal schnell schauen. Gibt's nur noch hier unten? Nee. Ich gehe aber erstmal nach unten. Da ist der Weg nicht ganz so weit. So. Da ist auch eine kleine Kiste, aber natürlich auch ein Skelett. Level 8. Ja, also die Level 8 Monster, die sind dann doch nicht ganz so leicht zum Bewältigen. Da geht's nach unten. Floor Nummer 2. Locked Door, wie sieht das überhaupt aus? Ist da auch ein Bug, oder? Die Tür müsste doch anders aussehen. Scheiß die Wand an hier. Invisibility. 5. Zack. Zack, 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 zack. Überlebt? Ja. Wir haben einen lustigen Helm gefunden. Können wir verkaufen. Können wir verkaufen. Auch das können wir verkaufen. Können wir verkaufen. Können wir verkaufen. Können wir auch dann nochmal verkaufen. Auch verkaufen. So. Schöner Gürtel nehmen wir mit. Können wir nämlich auch verkaufen. Das sind Schlüssel. Sehr schön. Oh, da geht's schon nach unten. Ich würde ja behaupten, wir sind stark genug, aber um direkt nach unten weiter. Oh, das wird hart.
Da ist ein Geist. Fuck. Okay, Oh, dieser scheiß Geist, dieser Verschissene. Kann der mich vielleicht sehen? Da bin ich, dann mache ich ihn halt platt. Dann hat er halt platt gemacht. Und eine Mumie. Den Staff gucke ich mir auch gleich nochmal an. Na, vertippt oder was? Bin ich blöde? Das darf natürlich nicht passieren. Fuck. Alter. Was ist denn jetzt los? Wird ganz schön heftig in letzter Zeit. Können wir auch verkaufen? Schlüssel, was ist damit? War es nicht schlecht, können wir aber auch verkaufen. Ziehen wir an. Da sind mir die Boni auf jeden Fall mehr wert als das, was ich davor hatte. Boah, Mann, Mann, Mann. So. Also ein bisschen ist es quasi wie bei Binding of Isaac. Man macht einmal sozusagen die Welt durch und dann fängt man wieder mit... Nein, nicht ganz. Weil die Welten hier ja doch ganz anders sind. Oh, was ist da denn los? So. Immer ein Spell nach dem nächsten drauf. Oh, aber Feuer macht mir offenbar nicht so viel aus. Na komm schon! Fuck! Eine Runde Feuerschaden nur noch. Okay, mal schnell schauen, was ich an Potions hab. Das ist nicht gut. Dann muss ich mich tatsächlich nochmal kurz unsichtbar machen. Ist das alles eine Scheiße hier? Okay. Nur solange ich noch diese Unsichtbarkeitspotions habe, ist alles gut. Gold, Gold. Mist, da komme ich nicht hin mit meinem Zauber. Mit meinen Abilities zumindest nicht. Oh, ich habe neue Skill Points. Und hier haben wir auch was. Moment. Pandemic? Dark Arts? 1? Nehmen wir. Lernen wir. Was macht es? Okay, damit kann man sozusagen alle ein bisschen wild durcheinander würfeln. Das ist nicht so verkehrt.
gut. Ja, hilft nicht. Hilft auch nicht. Kann auch verkauft werden dann. Gut. Okay, wir schauen mal hier nach links weiter. Da ist Essen schon mal sehr gut. Fuck. Okay. Okay. Also ich sage euch mal eins. Kauft euch Unsichtbarkeitstränke in diesem Spiel, weil die haben mir hier schon mehrfach das Leben gerettet heute. Ist so. Oh, fuck. Scheint aber zu reichen. Was war das für ein Gürtel? 3. Da ist mir der ehrlich gesagt lieber. Wird auch verkauft. Ja, wird auch verkauft. Auch verkauft. Wird auch verkauft. Okay. Ups, nee. Stopp. Da entlang. Level up. Schöner Stuff, der da einfach so rumliegt. Damage 25% erhöht für die nächsten Runden. Halt. Ich muss kurz überlegen. Nee, da muss ich leider wieder flüchten. Bin Stealth, der kann mich gar nicht sehen, der Arsch. Aber jetzt. Oh, der ist aber echt auch. Der will's aber auch wissen hier, der Kollege. Okay, dann können wir hier erstmal weitergehen. Da waren wir. Oha, ein Champion. Weg da. So. Das ist ein Schlüssel, okay. Magische Resistenz und Rüstung ist erhöht.
und möchte gern dahin. Och, da fehlt ja noch einiges, was ich noch nicht eröffnet habe hier in diesem Floor 2. Mein Inventar ist voll. Ich würde mal allmählich sowas benötigen wie einen Shop, wo ich Sachen verkaufen kann vielleicht. Das wäre super. Ach, ein Geist. Phantom Spooker. Der haut mich hier aber, teleportiert mich aber schön weg immer. Naja, stört mich nicht. Da ist es. Sehr gut. Weg, 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 weg. Was sich da ansammelt im Laufe der Zeit, oder? Und was haben wir hier Schönes, Freunde? Necklace. Ja, den Ring hätte ich gerne. Hat der abgelegt, der angelegt, der verkauft. Nee, der ist nicht stark genug. Magic Mapping nehmen wir mit. Haben wir denn Assassination? Ich überlege gerade. Ja, Assassination hätten wir auch. Und Headbang. Ah ja, das ist aber schon der, den ich besitze. Das nehmen wir noch. Können wir uns direkt umhängen hier. So. Der sieht jetzt richtig schick ausgerüstet aus, der Kollege. Okay. Mehr brauche ich nicht. Boah ja, die Ringe sind super. Die helfen auch wirklich. Warum habe ich nur fast nur noch rare Gegenstände an? Ist ja auch nicht so verkehrt. Da ist nochmal so ein Necklace. Da ist das mehr wert als das, was ich eben gekauft habe. Und das können wir auch direkt verkaufen. Also es läuft jetzt nicht so verkehrt, ne? Ach, da braucht man zwei Schlüssel oder was ist das? Dark Arts. Soul Rip. Nehmen wir. Setzen wir ein und erlernen wir auch. Jetzt haben wir schon 7 Skills. Was ist Soul Rip? Das ist cool. Denn damit können wir das Leben abziehen von anderen. Und wenn der... Das ist natürlich super. Wenn durch diesen Move der Gegner stirbt, gibt es immer einen 25%igen Bonus auf den HP Regen. Das ist cool. Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Treasure Hunter will ich jetzt noch nicht einsetzen. Mache ich dann gleich, wenn ich nach unten gehe. Okay. Was ist denn hier oben? Da war nichts weiter. Ach Mist. Ah ne, ich hätte sogar einen Schlüssel. Super. Armor Destruction brauche ich eigentlich nicht, aber Magic Mapping ist immer gut. Okay, dann fehlt nur noch diese Seitentür, die rechte. Okay, dann gehen wir hier nochmal hin. Nehmen diesen Altar auf, der uns 50 Runden ein bisschen mehr Gold gibt. Und ich hoffe mal, dass ich das noch halbwegs mitbekomme dann für den nächsten Floor.
Hier gleich Magic Mapping. Zack. Wieso will die mich immer durch die Gegend schleudern? Die Ärsche. War schon wieder hungrig. Okay. Necromancer. Auch den hatte ich jetzt eigentlich gut im Griff. Die Mumie hier ist eine Elite-Mumie. Oh, krass. Okay. Okay. Jetzt wird's ein bisschen unangenehm. Okay. Das ist ein geiler Move. Also diese Fähigkeit hier. Was ist das hier? Sehr schön. Hätten wir das auch geschafft. Bin schon wieder hungrig. Weg damit. Falle entschärfen. Oha. Eieieiei. Sehr schön, mein Gott. Ich sollte ein bisschen mehr erzählen, ich weiß, aber ich bin da immer so konzentriert, was ich als nächstes mache, dass es dann manchmal nicht hinhaut. Entschuldigt bitte. Okay. Wir kommen weiterhin gut voran. Ich bin immer noch guter Dinge. Ich gucke nochmal schnell, was ich hier für Scrolls habe. Unidentified. Ach cool, das sind solche Schlafrollen. Gut. Was haben wir noch für Rollen, die noch nicht identifiziert sind? Also Scroll of Magic Mapping, Teleportation ist super. Potion of Mana ist auch klar. Die haben wir noch nicht. Was ist das? Das Gold wieder her. Das kann auch weg. Mützen können alle weg. Gürtel kann weg. Schuhe kann weg. Auch das kann weg. Gut. Wollen wir es doch mal hier gleich verkaufen. Ja. Und was haben wir hier Schönes? Headbang haben wir schon. Brauchen wir auch nicht. Invisibility nehmen wir mit. Tja. Wenn der Shop nichts mehr anbietet, Wahnsinn, ha? Huh? Armor Destruction können wir auch verkaufen. Weil wir das bestimmt nicht anwenden werden. Wir werden ja nicht so blöde, um die eigene Rüstung hier irgendwie kaputt machen. Wieder Hunger. Schon wieder Hunger. Okay. Nee, Moment.